Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, unsere Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auf Jesus Christus, den Herrn, als Retter. Diesen Vers aus dem Philipperbrief habe ich mir als Gebetsspruch gewählt. Und er passt auch sehr gut zum heutigen Hochfest der Heiligen. Denn im Messbuch heißt es, heute schauen wir Gottes heilige Stadt, unsere Heimat, das himmlische Jerusalem. Das Fest aller Heiligen lässt uns einen Blick in den Himmel werfen, wo uns schon eine riesige Anzahl von lieben Brüdern und Schwestern erwartet, die alle von Christus errettet wurden und nun in seiner Herrlichkeit leben. Dorthin, in diese große Gemeinschaft der Erlösten, sollen auch wir einmal gelangen. Und deshalb ist die Stimmung, in der wir hier auf unserem Pilgerweg unterwegs sind, ganz klar die der Freude. Wir gehen freudig dem Ziel der Verheißung entgegen. Auch wenn der Weg manchmal steil und steinig ist, dürfen wir sicher sein, dass Christus uns entgegenkommt als Retter. Zu ihm, unserem Herrn, der die Seinen in seinem Reich versammelt, rufen wir. Thank you.
Allmächtiger, lebendiger Gott, du schenkst uns die Freude am heutigen Fest, die Verdienste aller deiner Heiligen zu feiern. Erfülle auf die Bitten so vieler Fürsprecher unsere Hoffnung und schenke uns dein Erbarmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir, Vater, und dem Heiligen Geist, in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Thank you.
Johannesbrief. Schwestern und Brüder, seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb erkennt die Welt uns nicht an, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Doch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn setzt, heiligt sich, so wie er heilig ist. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Thank you.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde, lieber Lukas, ein Jesuit aus dem Hunsrück ist in Schweden zum Priester geweiht worden und nun zelebriert er in seiner Heimatgemeinde eine Primiz, eine erste Messe. Das ist ein freudiges Ereignis, das ist wirklich ein Grund zum Feiern. Für mich ist es eine große Ehre, heute die Primizpredigt, die Predigt halten zu dürfen. Ich freue mich mit dir und deiner Familie, lieber Lukas. Ich freue mich über deinen Weg, den ich nun schon etliche Jahre begleiten darf. Ich freue mich und bin dankbar, dass du mir Mitbruder und Freund bist. Und ich freue mich, dass du deine vielen Begabungen für das Reich Gottes einsetzt. Aber worüber soll man bei einer Primiz eigentlich reden? Über den Neupriester und seinen Werdegang? Über die Herausforderungen des priesterlichen Dienstes, gerade in unserer Zeit? Über die abgründige Kirchen- und Glaubenskrise, in der wir stecken? Oder über die katastrophale Weltlage? Lukas wird mir zustimmen, dass es in jeder Predigt um das Evangelium gehen muss, um die christliche Botschaft von der unendlichen Liebe Gottes, so wie sie uns in Jesus offenbart worden ist. Nicht Menschenwort, sondern Gotteswort soll proklamiert werden. Dazu wird mir der Primizspruch von Lukas aus dem Philipperbrief dienen, der besonders gut zu aller Heiligen und zu den heutigen Bibellesungen passt. Wir haben es schon gehört, Paulus sichert uns zu, unsere Heimat ist im Himmel. Und dort erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn, als unseren Retter. Unsere Heimat ist also im Himmel. Was soll das bedeuten? Wie kann man das verstehen? Heimat, liebe Schwestern und Brüder, Heimat ist ein menschliches Grundbedürfnis. Jeder Mensch braucht Heimat. Damit meine ich nicht in erster Linie die Staatsangehörigkeit. Man kann sich auch im eigenen Land fremd fühlen, nicht nur in Schweden. Heimat ist der Ort, wo man hingehört, wo man angenommen wird, so wie man ist, ohne irgendetwas leisten zu müssen, wo man Zuflucht findet, wo man Geborgenheit erfährt, wo man die anderen versteht und von ihnen verstanden wird, ohne große Worte. Jeder Mensch braucht Heimat. Wir Menschen haben eine tiefe Sehnsucht. Verlangen nach Heimat. Wir wollen Heimat haben und finden sie doch immer nur ansatzweise und vorläufig. Zu den Heimaterfahrungen gesellen sich Erfahrungen der Heimatlosigkeit, Erfahrungen der Ungeborgenheit und Fremdheit. Nichts in dieser Welt kann uns letzte Heimat sein, weil alles in dieser Welt vorläufig und vergänglich ist. Alles Glück dieser Welt hat ein Ablaufdatum. Die meisten von uns haben schon den Tod geliebter Menschen erleiden müssen, den Tod von Menschen, die uns Heimat haben. Wir alle, ob jung oder alt, gehen auf den Tod zu. In diesem Tod wird unsere existenzielle Heimatlosigkeit ganz deutlich. Alle Versuche, bleibende Heimat zu finden, erweisen sich dann als nichtig. Unser Lebenshaus wird einmal abgerissen. Wir wissen nicht wie und wann, aber einmal werden wir abgeschoben, ausgewiesen aus dem Land der Lebenden, hinaus in die dunkle, kalte Nacht. Wenn wir Christus am Kreuz betrachten, dann können wir etwas erfahren
und auf furchtbaren, schrecklichen Heimatlosigkeit des Menschen. In dieser hoffnungslosen Situation hören wir die Botschaft: Unsere Heimat ist im Himmel. Das heißt mit anderen Worten, Gott ist unsere Heimat. Gott ist unsere wahre Heimat, denn der Himmel ist da, wo Gott ist. Der Himmel ist kein jenseitiger Ort, wo wir nach dem Tod auf Wolken sitzend in alle Ewigkeit Halleluja singen müssen. Das ist der Himmel nicht. Ein solcher Himmel wäre kein Grund zur Hoffnung. Ein solcher Himmel wäre eher eine Horrorvorstellung. Nein. Der Himmel, das ist unsere Gemeinschaft mit Gott, gegen die selbst der Tod keine Macht hat. Ewiges Leben ist keine zeitliche Fortsetzung des irdischen Lebens unter anderen Bedingungen, so wie ein endloser Luxusurlaub in der Karibik. Mit dem Tod vollendet sich unsere Lebensgeschichte. Mit dem Tod hört die Zeit auf. Das ewige Leben dauert nicht unendlich lang, sondern es ist vollendetes Leben. Leben in Fülle. Und dieses ewige Leben, das beginnt schon jetzt im Glauben an Jesus Christus. Durch Jesus und durch ihn allein haben wir Zugang zu Gott. Durch seine Botschaft, durch sein rettendes Wort wird offenbar, dass wir in die Liebe zwischen Vater und Sohn aufgenommen sind. Erfüllt vom Heiligen Geist, hineingenommen in den Lebensraum der Dreifaltigkeit. Ich liebe dich, trotz allem. Niemals werde ich dich verlassen. Du gehörst mir, und keine Sünde und kein Tod können daran etwas ändern. So spricht Gott zu uns durch Jesus. In seinem Wort überkleidet er uns mit der Heiligkeit und Gerechtigkeit seines eigenen Sohnes. In jedem und jeder von uns sieht er Jesus Christus, seinen unendlich geliebten Sohn. Das ist der Himmel. Gott, liebe Schwestern und Brüder, Gott ist die unbegrenzte Fülle des Seins und aller Vollkommenheit. Nur er hat ewiges Leben, aber durch Jesus bekommen wir Anteil an diesem Leben. Gott schenkt nicht irgendetwas, er schenkt sich selbst, gibt sich uns hin, er hält nichts zurück und lässt uns für immer teilhaben an seinem Leben. Dieses Leben übersteigt, so wie Gott selbst, alle unsere Vorstellungen und alles begreifen. Wir können nur im Gleichnis davon sprechen. Alle guten irdischen Erfahrungen, Gemeinschaft, Friede, Erfüllung, Verständigung und Gelingen, solche guten irdischen Erfahrungen, die werden zu ganz schwachen Bildern für die Gemeinschaft mit Gott. Und die negativen Erfahrungen, Leid, Schuld, Vergänglichkeit, diese negativen Erfahrungen haben nicht nur das letzte Wort. Obwohl uns das Sterben nicht erspart bleibt, ist doch der Tod entmachtet durch unseren Retter Jesus Christus, denn nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ist das Jenseitsvertröstung? Eine entmündigende Beschwichtigung mit dem Ayahuasca vom Himmel, so wie Sigmund Freud gemeint hat? Oder ist das Opium für das Volk? Nein, denn das ewige Leben ist ja dieses Leben, das wir jetzt führen, allerdings in seiner vollendeten und für Gestalt und für immer gewordenen Gott. Im Tod nehmen wir unsere Lebensgeschichte mit
all ihren Beziehungen, Erfahrungen und auch Verwundungen beläutert und verklärt mit in die Ewigkeit Gottes. Jeder Augenblick gewinnt dadurch eine ewige Bedeutung. Nichts geht verloren. Der Glaube an die Gemeinschaft mit Gott bringt uns erst in das richtige Verhältnis zur Welt und zu uns selbst. Er befreit uns aus der Macht der Angst um uns selbst und schenkt uns die Freiheit der Kinder Gottes. In dieser Freiheit muss man irdische Glückserfahrungen nicht mehr vergöttern, sondern kann sie dankbar als Gleichnisse für Gottes Liebe verstehen. Und man muss es nicht mehr verdrängen oder daran verzweifeln, dass alles Glück dieser Welt doch sehr zerbrechlich und vergänglich ist. Diesen Glauben haben wir jedoch nicht als einen sicheren Besitz gleichsam in der Tasche, sondern immer nur unter Anfechtung bis zum letzten Atemzug. Und dieser Glaube provoziert auch immer wieder Anfeindungen, sonst ist es gar nicht wirklich ein Glaube. Gerade weil sie sich nicht mehr den Mächten und Gewalten dieser Welt unterwerfen müssen, werden Glaubende verfolgt und geschmäht. Trotzdem sind sie selig zu preisen. Liebe Schwestern und Brüder, unsere Heimat ist im Himmel. Nur in Gott finden wir letzte Heimat. Nur in Gott kommt unser armes Herz zur Ruhe. Frei nach Augustinus, unruhig ist unser Herz, bis es Heimat findet in dir, mein Gott. Ich wünsche dir, lieber Lukas, dass du immer wieder neue Heimat findest. Und ich wünsche dir, dass du freimütig Gottes unendliche Liebe bezeugen kannst, als Botschafter Jesu in seinem Namen. Dann wirst du ein guter Priester werden. Amen. Thank you.
Ihr Leben ist verherrlicht und vollendet in Gottes Reich. Lasst uns, die wir noch unterwegs sind, zur himmlischen Stadt, den Gott und Vater bitten. Auf das Zeugnis deiner Apostel gegründet, bewahre deine Kirche im rechten Glauben. Unser Herr und Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Nach dem Vorbild der Märtyrer stärke alle verfolgten Christen und gib allen Gläubigen den Mut, furchtlos für ihren Glauben einzustehen. Unser Herr und thank you.
Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefallen. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr, unser Gott, nimm die Gaben entgegen, die wir am heutigen Fest darbringen. Wir glauben, dass deine Heiligen bei dir leben und dass Leid und Tod sie nicht mehr berühren. Erhöre ihr Gebet und lass uns erfahren, dass sie uns nahe bleiben und für uns eintreten. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang.
ganzen Kirche den Tag, der dem Gedächtnis aller Heiligen geweiht ist, die im Leben Christus nachfolgte und im Sterben von ihm die Krone der Herrlichkeit empfing. Durch ihn, den Urheber und Vollender unseres Glaubens, bitten wir dich, Allmächtiger. Heilige unsere Gabe durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verlaufen wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Deinen Diener, unser Papst Franziskus, unser Bischof Stefan, die
Gemeinschaft der Bischöfe, der Priester und Ehrenbürger, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, das ganze Volk einer Welt. Gehöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Brüder, deren Lebens- und Glaubensgeheimnis du kennst. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auch in deine Herrlichkeit und mit ihnen, dass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle Gute.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du reingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind.
trotzdem uns auf musikalische Art unsere ganz persönlichen Wünsche für deinen Lebensweg als dein Priester zu wünschen. Es sind natürlich alle eingeladen, den Refrain mitzusingen. Thank you.
Gott, du allein bist heilig. Dich ehren wir, wenn wir der Heiligen gedenken. Stärke durch dein Sakrament in uns das Leben der Gnade und führe uns auf dem Weg der Pilgerschaft zum ewigen Gastort, wo du selbst die Vollendung der Heiligen bist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Fast am Ende dieser festlichen Heiligen Messe möchte ich dir, Lukas, einmal von Herzen gratulieren. Im Namen deiner Heimatgemeinde dir alles Gute und Gottes Segen wünschen für deinen weiteren Lebensweg. Ein großer Tag für unsere Pfarrei. In der Zeitung habe ich das so ein bisschen, man könnte sagen, etwas überspannt, ein Jahrhundertereignis genannt. Aber nach 123 Jahren mit, das ist schon. So ist es schön, dass wir heute hier in dieser großen Zahl von Gläubigen von nah und fern deine erste heilige Messe hier in deiner Heimatkirche feiern konnten. Ich danke Pater Robert für die wunderbare Predigt über die Heimat als Privatgeschenk der Pfarrei und ein persönliches Geschenk natürlich ist der Kelch von Pastor Walter Weber. Der wird mich immer an deine Heimat erinnern, wenn du die heilige Messe mit ihm feierst. Ich weiß, dass Walter Weber jemand diesen Kelch benutzt hat. Es gibt Fotos auch auf Ferienlagern. Es war sozusagen sein tägliches Gerät, in dem er seinen Dank für Gott und für die Gemeinde dargebracht hat. Es freut mich, dass du ihn bekommst. Danke auch Annette, dass sie das ermöglicht hat und dass wir dir neben diesem Kelch auch die Brimitschule mitgeben dürfen von Walter. Zeichen der Heimat. Zeichen von zu Hause. Du bist immer willkommen. Es war auch schön in den letzten Jahren, wenn du Ferien hattest, ein paar Tage, wenn du hier warst, als Ministrant, als Lektor, als Akolyt, als Diakon, mit auch einer kurzen Zeit, jetzt heute als Priester. Und ich bin froh, wenn du da bist, dann kann ich noch ein bisschen mehr freimachen und du kannst das dann übernehmen hier in der Pfarrei. Natürlich könnte man das nicht nur in der Kirche feiern, dieses Fest, sondern wollen es auch ausdehnen auf die Jahrtonhalle. Sie sind alle herzlich eingeladen. Haben Sie keine Scheu, keine Angst zu kommen. Wir haben Platz. Ich denke, wir haben auch genügend Essen. Ja, es ist so schön von Maria Theresa, da wird immer der Spruch, Herr, Sie haben kein Brot mehr, dann sollen Sie Kuchen essen. Also wenn die Suppe aus ist, dann gibt es Kuchen. Also kommen Sie gerne, lassen Sie sich nicht, scheuen Sie sich nicht. Es wäre schön, wenn Sie alle kämen. Dort ist dann auch die Möglichkeit zur Gratulation und zu Ansprachen. Das wollten wir hier in der Kirche jetzt nicht tun, dafür waren wir lange genug hier. Aber es war schön, es war festlich, es war feierlich. Dank unserem Chor und allen Sängerinnen und Sängern, die ihn über die Chorproben hinaus unterstützt haben. Danke dem Musikverein, der sich bereit erklärt hat, den Weg zur Prozession hier zur Kirche zu spielen. Auch das ist ein schönes Zeichen. Danke unseren Messdienern, die heute so zahlreich und nett gekommen sind. Schön für euren Dienst. Danke Frau Handel und allen, die Kirche so festlich geschmückt haben zu einem wirklichen himmlischen Hochzeitssaal, heute an Allerheiligen sehr passend. Danke den Konzelebranten, die von weit gekommen sind, von Mainz, von Innsbruck, von, habe ich noch was vergessen, wie weiter, Stockholm sogar, genau, in der Mitte, Gerhard Spelz, schön, dass du auch sozusagen den Gipsalklebus mit mir zusammen hier vertrittst. Vielen Dank nochmal für alles und uns noch einen gesegneten Tag. Um 17 Uhr ist dann die Prämitz-Festwahl, die zweite Festwahl von Allerheiligen mit dem Einzelprämitz-Segen. Wäre schön, wenn auch viele noch den Weg dorthin fänden heute Abend, dass wir auch diesen Tag entsprechend festlich beschließen können. Bekanntlich ist es ja so, dass man sagt, für einen Prämitz-Segen sollte man die Schuhe so mit sich ablaufen, so sagt man ein altes Sprichwort, also es lohnt sich, den Segen eines Neupriesters zu empfangen. Ich habe eben sehr viel Blut Christi konsumieren müssen. Ich merke, das kommt jetzt so ein bisschen zu tragen. Aber noch einmal herzliche Einladung dazu und freue mich, wenn wir uns gleich in der Jahrtonhalle wiedersehen. Doch jetzt beginnen wir den Segen des Neupriesters und wenn es Ihnen möglich ist, lade ich Sie ein,
dazu niederzuknien. Thank you.
Übung.